So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir starten unseren Rundgang in Zimmer 401 im Foresight Hotel in Ringsheim. Zentral gelegen für Erkundungstouren zum Europapark oder nach Rolantica. Und wir befinden uns hier in einem Executive-Zimmer gerade. Ich gebe euch schon mal einen kurzen Überblick hier. Ein wirklich schönes, großes Zimmer. Es gibt auch noch die Superior, also die Standardvariante. Und wir haben uns jetzt hier mit der Kleinen für die Executive-Variante entschieden. Und wenn wir hier das Zimmer betreten, stehen wir eigentlich auch schon mitten im Raum. Es gibt keinen Vorgang oder ähnliches. Und ihr seht direkt hier unser schönes Doppelbett. Schön gestaltet in diesem, ja, was ist das für ein Farbton? Ich schätze mal lila. Jetzt können wir uns in den Kommentaren streiten, welche Farbe das ist. Aber ihr seht ja, was ich meine. Das ganze Hotel ist auch vom Logo her und von allen Interieurgestaltungselementen her in diesen Farben gehalten. Direkt hier vorne steht dann das Babybett. Auf der Seite gibt es eine Ablage mit den entsprechenden Möglichkeiten zum Abstellen von Dingen. Ihr seht auch schon hier diese Wandgestaltung in Weltkartenform. Das zieht sich durchs ganze Zimmer und es wird hier auch noch mit Kunstelementen gearbeitet. Also auch hier hat sich jemand Gedanken bei der Innenausstattung gemacht. Ich zeige euch das gerade mal so in diesem Stil hier. Ein großer Wandspiegel, den wir natürlich brauchen können, wenn wir uns ankleiden. Und ein Highlight, würde ich echt mal sagen, wenn ihr hier im Bett liegt, seht ihr auch gleich, gibt es diesen großen, wirklich für einen Hotelfernseher großen TV, der direkt am Fußende des Bettes in diesem Trennelement festgemacht ist. Hier oben gibt es auch nochmal eine Ablagemöglichkeit, Gestaltung mit Pflanzen. Ein großes Fenster hier auf dieser Seite und am Bett direkt seht ihr auch schon die Schalter und die Leselampe. Es gibt hier unten auch eine USB-Steckdose. Das heißt, man kann also auch alle Elemente hier entsprechend laden und anschließen. Wenn wir uns nach hinten begeben, und das ist jetzt eigentlich der Gag des Executives-Zimmers, normalerweise ist das Superior-Zimmer hier auch schon zu Ende, gibt es natürlich hier die Rückseite des Wandelements, hier unten auch noch mit Staufächern und Stauelementen. Diesen Sessel, auf dem man sich dann auch bequem in die Mitte des Raumes setzen kann. Und eben diesen ganzen Bereich hier, auch wieder mit der schönen Wandgestaltung. Steuerung für Klimaanlage ist natürlich hier auch an der Wand angebracht. Und hier die Kofferablage, eine Kleiderstange mit Haken in einem offenen System, kein Schrank also. Hier oben nochmal eine Ablagefläche, hier unten in dem in der Kofferablage gibt es auch noch Stauelemente, Stauschubladen. Hier auf dieser Seite standen auch zwei Wasserflaschen, eine mit Kohlensäure und eine ohne, die für den Aufenthalt mit inkludiert waren. Ihr seht, hier hinten ist die Minibar dahinter, die jetzt allerdings gerade leer ist. Hier oben ist der Tresor, klassischer Vier-Zahlen-Pin, der dann auch entsprechend wieder piepst beim Eingeben. Und auf dieser Seite befindet sich das Badezimmer. Wir schalten gleich mal das Licht ein, dass man hier auch was erkennen kann, mit einer sehr geräumigen Dusche, mit einer schönen Kopfbrause, die Toilette hier auf der Seite, hier hinten ist noch so eine Ablagenische und dann der beleuchtete Spiegel, Kosmetikspiegel, Haartrockner mit der Waschbeckengarnitur hier unten und den Ablagefächern für die Handtücher. Hier auf dieser Seite ist noch ein kleiner Handtuchhalter. Auch hier gibt es die Möglichkeit, wie in vielen Hotels mittlerweile, wenn ihr auf die Zimmerreinigung verzichtet bei einem Aufenthalt von mehr als einer Nacht, also zwei Nächte oder mehr, dann bekommt ihr einen 7 € Getränkegutschein, den ihr im Hotel an der Bar einlösen könnt. Was hier tatsächlich ganz interessant ist, wir haben in den oberen Etagen, das Hotel hat 4 Stockwerke und die Executive-Zimmer befinden sich auf der 4. Etage, einen Balkon und wir gehen einfach mal kurz raus, damit ich euch zeigen kann, warum ich meine, dass das hier das Besondere ist. Also zum einen natürlich haben wir eine schöne Sicht. Hier hinten befindet sich der Europapark und man sieht auch so ein bisschen die Gebäude von Rolantica schon, von der Wassererlebniswelt. Die Autobahn verläuft hier in der Nähe des Hotels, ist aber lärmtechnisch kein Problem. Diese gelben Häuschen hier unten sind Bungalow-Anlagen, die zum Hotel gehören. Die kann man statt eines Zimmers auch mieten. Wenn ihr zum Beispiel auch mit einem Wohnmobil oder so anreist, könnt ihr hier parken. Und ihr seht auch schon, es sind jeweils eigene Parkplätze und jeweils 2 Wohnbungalows, die man eben anstatt eines Zimmers hier buchen kann. Und jetzt der Balkon.
der hier tatsächlich auf der vierten Etage durchgängig ist. Das heißt also, wenn wir jetzt hier bis ganz nach vorne laufen würden, könnten wir jeweils bei den anderen Zimmern reinschauen. Deswegen vielleicht dran denken, immer die Vorhänge zuzuziehen. Es gibt hier immer noch so eine Sitzkombination pro Zimmer. Aber ich denke, es ist so gedacht, dass irgendwann, das Hotel gibt es erst seit März und wir sind jetzt hier im August, dass irgendwann diese Pflanzen hier entsprechend so hoch gewachsen sind, dass die als Trennwände fungieren, was aber tatsächlich jetzt noch nicht der Fall ist. Also das sollte man einfach bedenken, dass man hier schön die Vorhänge zuzieht, weil alle theoretisch vorbeilaufen könnten. Dann noch eine Sache zu den Vorhängen bzw. zur Verdunkelung, das ja auch immer interessant ist. Es ist tatsächlich so, dass es hier ein Zweiersystem gibt. Also ihr seht hier diesen etwas leichteren Vorhang und den etwas dickeren. Aber natürlich, wie in vielen anderen Zimmern auch, schließen diese Vorhänge nicht 100%. Das heißt, wenn es morgen wird und die Sonne dann beginnt, in die Fenster hineinzuscheinen, dann wird es auch im Zimmer entsprechend trotz zugezogener Vorhänge etwas heller. Ja, das war's schon, was es hier zum Hotelzimmer zu sagen gibt. Nochmal ein kurzer Schwenk als Überblick. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Wir freuen uns auch immer über Fragen und Kommentare. Folgt uns auf Instagram unter hui-und-weg oder besucht unsere Homepage hui-und-weg.de. Ansonsten natürlich die Glocke anklicken, damit ihr über neue Zimmervideos informiert werdet. Und wie immer wünsche ich euch weiterhin schöne Urlaube. Euer Erik von Hui und Weg.